Wir stufen die Tiere als minderwertig ab, weil wir sagen, ja, du machst nicht Wuff Wuff wie der Bello hier, sondern Oink Oink. Und deswegen darf ich 40 Millionen Schweine im Jahr in Deutschland in Gaskammern stecken, dankeschön. Oder ihre Milch stehlen, einfach nur, weil sie keine Brüste haben, sondern sitzen. Das aber ist doch absurd. Das ist eine Abstufung, das ist Speziesismus. Sie anscheinend unterscheiden nicht. Aber was würden Sie jetzt diesen Hündchen und dieser Katze dann zum Fressen geben? Es gibt veganes Hunde- und Katzenfutter, was für diese Tiere auch adäquat ist. Doch, das funktioniert. Da kann ich Ihnen auch gerne die Studien nachher geben. Hobby. Ja, kann Hobby. Ich Ihnen alles wissen geben. Sie, ich kenne Sie, genügend viel, Hunde und Katzen, wie viel Fleisch wir brauchen für unsere Haustiere in Österreich? Ich wir weiß, dass das es veganes Hunde- und Katzenfutter gibt. Es gibt veganes Hunde- und Katzenfutter und so kann man die Tiere ernähren. Die Stoffe, Katzen, die sie speziell Fress, brauchen, Katzen kann man im Labor perfekt anreichern. Genauso wie wir uns einfach Vitamin B12 anreichern können. Ich kenne vegan ernährte Katzen, die teilweise sogar gesünder sind als davor. Aber das ist natürlich nur ein anekdotisches Beispiel. Selbst wenn das so wäre, dass das nicht möglich wäre, könnten wir hier Lösungen finden. Aber jetzt gerade spreche ich nicht mit einer Katze, sondern mit einem Menschen, der definitiv im Gegensatz zu diesen Tieren einen moralischen Kompass hat, der ein Herz und ein Gewissen hat. Ich war, der ist irgendwie ich war gerade bei Ihrem moralischen Kompass und dabei, dass Sie sagen, leider haben Sie es auch erst so quasi spät entdeckt, dass das die Kernfrage ist. Wie haben Sie das entdeckt? Wann haben Sie aufgehört, Fleisch zu essen? Und gab es sowas wie ein Erweckungserlebnis? Ja, es gab ein Erweckungserlebnis. Ich habe mich einige Jahre lang schon eher so pflanzenbasiert, plant-based ernährt, weil ich erkannt habe, okay, das kann Vorteile für Gesundheit und Umwelt haben und ich wollte eine junge, fitte Frau sein und so. Und dann kommt man in dieses Diätkultur-Ding rein und habe mich schon so pflanzlich genannt. Aber vegan, ethisch war ich nicht. Und dann gab es wirklich einen Schlüsselmoment und ich bitte Sie jetzt kurz durchzuatmen. Es kommen ein paar Schlüsselworte, die viele Menschen schlimm finden. Ich habe gesagt, wenn ich Diktator wäre, würde ich auf Basis von Gesundheit und Umwelt Tierprodukte verbieten. So wie wir uns heute ungefähr diese Frage stellen. Und jemand hat gesagt, das kannst du uns doch nicht verbieten, das haben wir immer schon so gemacht. Das sind doch nur Tiere. Und als er dieses Wort gesagt hat, das sind doch nur Tiere, habe ich gesagt, ja, weißt du was, das hat man auch gesagt bei eben der menschlichen Sklaverei, beim Holocaust sogar, das war immer schon so, das sind doch nur Juden und so weiter und so fort. Das hat man nicht gesagt. Dann hat er halt gesagt, da muss ich jetzt reinkriechen. Das kannst du doch nicht mit dem Holocaust vergleichen. Und ich war so, nein, warum das kann man nicht, wenn vergleichen. Das jetzt Menschen wären in diesen Industrien, in diesen mehr oder weniger Konzentrationslagern, in diesen Umschlagplätzen auf dem Weg in die Vernichtungslager, wo wir auch tatsächlich Gaskammern haben, mit diesem schweigsamen Gefolge der Masse, die bei dieser schrecklichen faschistischen Gewalt mitnimmt, dann würden wir das mit diesen Worten betiteln. Sklaverei, Konzentrationslager, Vergewaltigungen und Holocaust. Und ich weiß, ich möchte nicht an so einem faschistischen System beteiligt sein. Diese Position ist klar geworden. Ich glaube, es gibt Widerspruch. Ja, also ich muss wirklich da widersprechen. Den Mord an 6 Millionen Juden, Schwulen, Sinti und Roma und anderen Gruppen, diesen grauenhaften Mord mit einem Metzger zu vergleichen, ist einfach unanständig. Nein. Sie verharmlosen den Nationalsozialismus. Sie verharmlosen den Sowas habe ich noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Ich muss wirklich sagen, ich bin entsetzt, dass ein Mensch so grausam sein kann und logisch sagen kann, der Metzger ist wie der Nazi, der in Auschwitz und an anderen Orten 6 Millionen Menschen vergastet. Es ist für mich ein jüdischer Nobelpreisträger sagt das. Sie sollten sich schämen. Nein, Sie sollten nicht. Sich wirklich schämen. Ich würde Ihnen aus meiner Tasche gerne eine Reise spendieren, mal nach Auschwitz, Danke damit Sie diesen grauenhaften Zustand sehen. 6 Millionen Menschen zu vergasen und dann sagen Sie, das war ja nichts, das war bloß, wenn man ein Schwein erlaubt. Das habe ich kurz nie gesagt. Also nein, darf ich kurz versuchen. Keine Vermittlung. Da kann ich auch nicht so wie Sie lachen. Das finde ich nicht lustig. Ich finde den Mord an Juden nicht lustig. Ich auch nicht. Wirklich nicht. Und Ihr Lachen stört mich dabei. Trotzdem ein Vermittlungsversuch. Nein, nein, ein Vermittlungsversuch. Also ich bin auch nicht dafür, dass man Holocaust irgendwie verharmlost. Und ich finde den Vergleich auch super optimal. Ich kann nur das nachvollziehen, halt also Ihren Ansatz, weil oder ich kann es irgendwo so verstehen, woher das kommt, weil in Österreich schlachten wir auch mehr als 100 Millionen Tiere pro Jahr und weltweit sind wir bei 72 Milliarden Tiere und wir haben ein industrielles Tierproduktionssystem in Österreich. Erzeugen wir allein bei der Eierproduktion auch so, landen dann 8, 9 Millionen Küken im Müll, unter Anführungszeichen. Oder jetzt werden es für den Zirkus verwendet, I know. Aber auch nein, aber Millionen, ich gerade sagen, wir brauchen uns wir haben schon ein System, was einfach uns auf den Kopf fällt. Dieses industrielle, also, große... Sie verharmlosen den Holocaust. Nein, ich habe gesagt, ich bin nicht für den Vergleich. Sie vergleichen ihn, Sie sagen, das ist wie ein Hühnchen. Objektive Parallelen tut mir leid. Wo ist denn der relevante Unterschied? Sie haben von Küken geredet, Sie haben den Mord in Auschwitz und Sie grinsen auch noch dabei. Sind super optimal. Ihr Grinsen ist mir wirklich unangenehm. Ich würde trotzdem... Nein, Moment, wir reden schon die ganze Zeit gleichzeitig und jetzt haben wir die
Positionen klargemacht. Sie sagen, das kann man vergleichen, weil es gibt keinen relevanten Unterschied. Sie halten das für so nicht nur unangemessen, sondern für verbrecherisch. Und auch den Vermittlungsversuch von Herrn Schlatzer halten Sie für eigentlich eine Verharmlosung des Holocaust. Jetzt möchte ich nur bei einem ganz wichtigen Punkt bleiben, der Sie zu diesem Vergleich, den Herr Dichy unanständig und schrecklich findet, führt. Nämlich, dass Sie sagen, Ihrer Ansicht nach, also nicht speziesistisch, gibt es keinen Unterschied in der Rechtsperson eines jeden Tieres und eines Menschen. Sehr richtig, also Speziesismus. Dann habe ich jetzt eine Frage dazu. Sie haben die Kuh, das Schwein und den Hund gezeigt. Ja. Wenn Sie Ihre Position konsequent denken, dann muss es natürlich auch ein Haustierverbot geben, weil es werden derzeit Haustiere, dann jedenfalls dürften sie nicht gekauft werden. Genau, den Hand, sehr also richtig, es darf niemand mehr in der Tierhandlung ein Tier kaufen, weil und es müssten alle Haustiere freiwillig zulaufen. Irgendwelchen also Tiere retten Haushalten. Ist doch das Wunderschönste und Nobelste, was wir machen können, wenn wir sagen, ich teile meine Ressourcen, mein Heim mit einem Tier in Not. Das ist aber ich möchte jetzt nur durchdeklinieren, wie Sie sagen, also ich wäre froh, wenn wir im Gespräch bleiben können und Sie nicht nur sozusagen quasi ein Trommelfeuer machen, weil es ist ja interessant, Punkt. Die meisten teilen ihn, glaube ich, nicht, aber sie meinen das ja ernst. Es gibt keinen Unterschied in der Rechtspersönlichkeit zwischen Menschen und Tieren. Deswegen darf man aber kein Haustier kaufen. Man darf auch Tiere natürlich nicht mit tierischen Ernährungen versorgen, sondern nur mit pflanzlichen. Und man dürfte dann selbstverständlich zum Beispiel in den österreichischen und deutschen und europäischen Wäldern keine Wildregulierung durch Jagd haben, sondern müsste die Natur in den europäischen Landschaften und Wäldern vollkommen sich selbst überlassen. Nein, also es gibt weil ich darf dann natürlich kein Tier töten. Aber genau das ist in letzter Konsequenz. Es gibt schon so etwas wie Populationskontrolle, ohne dass ich Gewalt anwenden muss, was das Töten betrifft. Also es gibt Ansätze zur Populationskontrolle, was hormonelle Spritzen statt Todesschüsse betrifft. Ja, das ist Vergewaltigung. Das kann man beispielsweise machen. Und es gibt auch die Repopulation. Aber Populationskontrolle bei den Menschen durch hormonelle Spritzen? Ja, das ist der Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Würden Sie auch nicht akzeptieren? Gibt es also doch einen Unterschied? Nein, das haben wir tatsächlich schon. Bei Menschen, die kognitiv nicht in der Lage sind, Entscheidungen über ihren Körper zu treffen, die enthemmt sind gegebenenfalls sogar, was ihre Libido betrifft, da haben wir dann auch ein System der Bevormundung, wo es dann Menschen gibt, die sagen, okay, du kannst nicht so in dieser Art und Weise auf deinen Nachwuchs aufpassen. Oder sogar bei spezifischen Krankheiten, wo wir diese Menschen dann teilweise sogar zwangssterilisieren lassen. Das wäre bei Tieren auch möglich. Etwas, allerdings in der Größenordnung der österreichischen Wähler, wenn man sich vorstellt, dass Töten durch Gewehre nicht mehr möglich ist, sondern nur in gewissen Formen Populationskontrolle durch Hormonspritzen möglich ist, dann würden die österreichischen Wälder wahrscheinlich relativ schnell außer Rand und Band geraten, nicht oder? Nicht nur. Also es gibt genügend Studien, die zeigen, dass das Jagen zur Populationskontrolle nicht unbedingt einen guten Faktor darstellen kann. Ganz im Gegenteil. Teilweise ist es sogar, die Tiere sind dann emotional so aufgewühlt und verwirrt, dass sie sogar nochmal trächtig werden, nochmal einen Sprung bekommen, obwohl das überhaupt nicht sonst in ihrem normalen hormonellen Balance des Jahres drinnen wäre. Also es gibt jagdfreie Regionen, wo sich trotzdem ein Ökosystem wiederherstellt und einpendelt, ohne dass wir mit Gewalt eingreifen müssen. Was machen wir mit den Wölfen? Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr Jäger, aber ich habe so einen Blödsinn echt noch nie gehört. Aber weil Sie jetzt gesagt haben, Gewalt, was wir den Tieren antun, ich weiß nicht, ob Sie jemals sich schon mit der Natur wirklich beschäftigt haben, wie Tiere auch untereinander sind, wie brutal. Da wird Leben auch Leben genommen. Ja? Wenn wir jetzt gerade die Wolf-Debatte haben in Österreich, wie bringen sie dem dann bei und sagen sie dem, nein, sie dürfen aber jetzt da kein Rehlein mehr reißen und kein Schaf auf der Alm, weil das ist Gewalt. Ich habe Enten zu Hause. Bei den Enten ist zum Beispiel so, das weibliche Tier wird jeden Tag vergewaltigt. Ja? Das ist so unter Enten. Wie bringen wir das den Enten bei? Die wissen das wahrscheinlich gar nicht, dass sie das machen seit Jahrtausenden, aber machen es. Die Natur selber ist brutal. Ja? Und auch die Rangkämpfe, was ich zum Beispiel unter den Kühen habe, das ist von Natur aus über Jahrtausende so. Ja? Und wir kommen aus dem raus. Ja? Wir haben uns sozialisiert. Ja? Aber wenn man die Natur sich selber überlässt, und ich habe sehr viele Tiere am Hof, ja? Und auch als Jäger beobachte ich das, wie brutal die Tiere untereinander sind. Und dann denke ich mir, das sind wir oft als Mensch, wenn wir halt, uns anschauen, wie heute auf einem Schlachthof, auf einem modernen, ja, gearbeitet wird, da wird alles getan, um die Tiere vorher sozusagen so stressfrei wie möglich dem Tod zuzuführen. Und da ist ja eine Entwicklung passiert. Ja. Das tut die Natur nicht. Jetzt, ich würde gerne diese Frage anschließen, finde es extrem spannend, wenn
sagen Sie sagen, es gibt sagen, in der Anschauung und in der Rechtsperson zwischen Menschen und Tieren keinen Unterschied. Wie bewerten Sie dann das, was in der Natur, was Herr Reuer beschrieben hat, passiert? Müsste man dann auch, dann passieren ja auch in der Natur täglich Massenmorde. Wie verhindern wir die? Ein Mord wird definiert als das Töten auf Basis von einem trivialen Grund. Die Tiere machen das, um zu überleben. Also das würde nicht unter den Faktor Mord fallen. Noch dazu haben sie, soweit wir es wissen können, keinen moralischen Kompass. Das haben die Menschen auch gemacht. Ja, das ist mir bewusst. Aber Mord definieren wir jetzt mal so. Zum Thema, dass das Tiere in der Natur machen und dass die Natur ja böse ist, zwei Aspekte dazu. Erstens ist das ein naturalistischer Fehlschluss, wenn sie daraus schlussfolgern, dass es für uns deswegen auch in Ordnung ist, Tiere zu töten oder mit Tieren irgendwie eine Gewalt anzutun. Nur weil etwas in der Natur so ist, kann das keine Rechtfertigung sein, es selbst zu machen. Naturalistischer Fehlschluss. Die Natur vergewaltigt sich auch gegenseitig. Deswegen darf ich nicht rumgehen und Menschen vergewaltigen. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ja, die Natur ist ja gewalttätig. Sollen wir dann auch beim Wolf eingreifen, wenn der irgendwen angreift? Theoretisch gesehen ist das ein riesiger Aspekt der veganen Ethik, und zwar Wild Animal Suffering, das Leiden der wilden Tiere. Und auch hier gibt es schon Gedankenexperimente und Ansätze, wie man das Leiden der wilden Tiere möglichst herunterfahren könnte. Sei das eben durch Populationskontrolle von den sogenannten Raubtieren gegenüber den Beutetieren. Sei das auch, und jetzt wird es ganz, ganz, ganz skurril, vielleicht für Menschen, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, eben die rein pflanzliche Ernährung auch von den wilden Tieren durch das Auslegen, ich sehe ihn schon, lache, von den wilden Tieren und so weiter. Das sind natürlich Gedankenexperimente. Aber bevor ich zum Löwen gehe und mit ihm darüber diskutiere, dass er jetzt bitte die Gazelle in Ruhe lässt, kann ich doch mit Menschen, die einen moralischen Kompass haben, die sich als angeblich zivilisiert hier vermarkten wollen, wissen sprechen Sie, und sagen, bitte hör auf dem Kalb, weil ein Messer geht. Sie haben da aus Ihrem Kinderzimmer so kleine Püppchen mitgebracht. Und sie reden von der Welt, dass man mit dem Wolf reden soll und der nicht mehr Tiere reißen soll. Ich glaube, sie sind ein bisschen infantil stecken geblieben. Tut mir leid, ja. Sie haben große Wörter. Und dann gehen Sie her, ich muss leider diesen Satz noch mal sagen, und rechtfertigen den Tod an 6 Millionen Menschen. Tut mir leid, da verstehe ich Sie. Ich weiß nicht, wie Sie das daraus Sie, weil Sie es gleichgesetzt haben. Nein, das ist eine infantile Debatte. Denn natürlich werden die Tiere in der Natur das tun, was sie immer getan haben, wozu sie in der Evolution entwickelt sind. Haben. Und im Übrigen, wenn wir aufhören, die Tiere zu füttern in seinem Stall oder in irgendwo anders, dann werden sie sterben. Sie lösen ein Massensterben an Tieren aus und gleichzeitig lösen sie ein Massensterben an Menschen aus, weil, das haben wir ja jetzt eindeutig hier gehört, dass wir aufgrund der geografischen Gestaltung der Welt Fleisch als Proteinlieferant brauchen. Ich finde, was Sie machen, ist menschenverachtend und menschenfeindlich. Aber darf ich eins sagen? Zwei, drei Punkte dazu. Also erstens nur vorab, halt suboptimal Ihre Wortwahl, finde ich, halt, und sehr verurteilend. Also, meine Wortwahl, aber Ihre Rechtfertigung des Holocaust ist anständig. Man könnte auch Leute, und da lachen Sie immer noch. Das sind einfach nur Annahmen von Ihnen, Assumption, sorry. Aber es ist nicht wertschätzend, wie Sie da umgehen jetzt. Und Sie geht mit 6 Millionen Toten nicht wertschätzend um, sondern lachen drüber. Sie lachen drüber. Sich doch an im Spiegel. Sie lachen über 6 Millionen tote Menschen. Nein, keiner lacht. Unsere Kollegin erzählt Sachen und Kollegin. Ja, aber Sie lachen ständig, belächeln Sie jetzt da. Und ich finde das nicht wertschätzend. Ich weiß nicht, wie das. Vielleicht sind die anderen nicht d'accord, aber ich finde das. Aber das wollten Sie eigentlich nicht sagen. Was wollte ich nicht sagen? Ich möchte vielleicht auf die Metaebene. Also, wenn man es anschaut, vor 12.000 Jahren waren von den ganzen Säugetieren 99% Wildtiere. Und wenn man sich jetzt anschaut, dann haben wir 1% Wildtiere, weil wir sind bei mehr als 2/3 sind Nutztiere, eine Handvoll Tiere, die eigentlich genau hauptverantwortlich dafür sind, dass wir sehr viel an Artenvielfalt verloren haben. Und das fällt uns selber auf den Kopf. Selbst wenn wir sagen, ja, die Tiere und Artenvielfalt ist uns egal, dann fällt es uns aus dem Kopf. Das sind wichtige Ökosystemleistungen, Kohlenstoffbindung, Bestäuber etc. etc. Und das ist total wichtig. Und es sind Regenwälder, die wir vernichten für Sojafuttermittel, für Weide. Und der dritte Punkt ist, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass man sagt, man muss jetzt Fleisch essen, man braucht Fleisch. Es gibt genug Ernährungsorganisationen weltweit, die postulieren, dass eine gesunde Ernährung pflanzlich ist. Das können Sie. Darf ich kurz ausreden? Ja, natürlich. Reden Sie und grinsen Sie weiter. Ein Satz, ja. Ja, ich kann grinsen auf die Mann. Ich bin ein guter Mensch, also gut gelaunt, Sie anscheinend nicht, kann ich nichts dafür. Aber jedenfalls ist es so, dass eine vegetarische und vegane Ernährung einfach de facto möglich ist und auch zuträglich ist für jegliche Lebensphase und auch viele Benefits bringt, punkto Prävention von Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Herzdruck, also Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das heißt, wenn wir was tun fürs Tierwohl und viele Konsumenten und Konsumentinnen wünschen sich das auch, dass de facto was passiert, auch in Form von Tierlabel, und da gibt es dieses Fleischparadoxon, warum nicht sagen, weniger Fleisch
Fleisch, zwei Drittel. Die anderen Tiere halten wir ein bisschen, halten wir prinzipiell viel besser und bio. Und dann wäre viel gewonnen. Wissen Sie, Sie müssen Klimawandel und für die Artenvielfalt. Sie müssen auch noch Folgendes bedenken. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Sie sich vegan oder wie auch immer ernähren. Es ist mir wirklich, ehrlich gesagt, gleichgültig. Aber sobald Sie über die Weltpopulation reden, müssen Sie über 9 Milliarden Menschen reden. Ja, das tun wir ja. Und bei 9 Milliarden Menschen müssen wir Fleisch als Proteinlieferanten, müssen wir Fische mit einbeziehen. Ja, ja. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Ja. Und wir müssen dann auch die Stoffströme, das haben wir ja alles diskutiert, ob wir jetzt ein bisschen mehr oder weniger Fleisch essen, ist auch für mich unerheblich, weil das ist eine kulturelle Situation. Wir essen weniger Fleisch. Wir haben im Mittelalter noch mehr gegessen übrigens, weil die Landwirtschaft, also die Ackerwirtschaft ist schwieriger zu betreiben als die Viehzucht. Das heißt mit anderen Worten, wir sind in einem Prozess, in dem wir das immer wieder ausbalancieren müssen, aber wir müssen eines tun. Angesichts des Hungers in der Welt müssen wir alle Ressourcen, die es gibt für die Ernährung der Menschen, nutzen. Und da können wir solche Kindeleien nicht machen. Herr Kreuz war aus unserer Diskussion draußen und es ist meine Aufgabe, dass alle in der Diskussion bleiben. Und ich möchte genau diesen Punkt, man muss alles, was man hat und zur Verfügung hat, zur Ernährung einer Weltbevölkerung von 9 Milliarden Menschen machen. Sie sagen, das geht alles auch vegan und pflanzlich. Sie sagen, dazu brauchen wir das Fleisch. Wir werden das hier nicht entscheiden heute. Aber, und auch Frau Raab sagt, wir brauchen sowas, jetzt lege ich Ihnen das in den Mund, wie eine radikale Ernährungswende, aber aus Tierwohlgründen stärker. Sie sagen, stärker aus so gesamtökologischen und Klimagründen. Herr Kreuz, Ernährungswende, Sie arbeiten dran. Das ist auch eine Art der Ernährungswende, über das haben wir noch nicht so viel geredet, Sie haben es nur angedeutet. Mehlwürmer ist ja auch eigentlich ein misleading Ausdruck, weil es sind ja nicht Würmer, wie wir sie kennen, sondern es sind die Larven des Mehlkäfers, also genau. Sozusagen ein Insektentransitionsstadium, wenn man so will. Glauben Sie, dass sowas, sage ich jetzt, in absehbarer Zeit zu einem fixen Bestandteil unserer Ernährung auch in unseren Breiten werden kann? Und unter anderem bin ich überzeugt davon. Ich muss sagen, ich vertrete jetzt keine der Extrempositionen. Ich esse zwar Fleisch, würde mich am ehesten als Flexitarier bezeichnen. Das heißt, ich versuche, möglichst wenig Fleisch zu essen. Und das Fleisch, was ich zu mir nehme, soll möglichst regional aus Österreich sein. Im besten Fall weiß ich auch, wo es dir herkommt. Kann man über den moralischen Hintergrund, ob das jetzt besser ist oder nicht, lang und breit diskutieren. Aber natürlich braucht es einen Wandel, da bin ich absoluter Überzeugung. Ich werde sehr oft auch mit Positionen konfrontiert, weil eben Ernährung und Fleisch ist extrem emotional behaftet. Wie es zum Beispiel heißt, dass mir wurscht, ich esse einfach Fleisch, weil das ist gut und wir brauchen das. De facto brauchen wir Fleisch in der Menge nicht. Wir brauchen aber sehr wohl als Omnivor brauchen wir tierische Produkte müssen wir zu uns nehmen. Natürlich kann man dann sagen, die können wir alle künstlich herstellen. Die Frage ist halt, wie werden sie künstlich hergestellt? Vitamin B12 wird ja durch Bakterien erzeugt letzten Endes. Das ist über die Ausnutzung von Lebewesen. Das heißt, wie weit... Individuen. Das sind keine fühlenden Individuen. Also bei Bakterien besteht hier... Ja, gute Frage. Bleiben wir jetzt bei Ihrem Geschäft. Frau Raab hat gesagt, Bakterien haben also einen Unterschied. Das sind keine fühlenden Individuen. Sind Ihre Mehlwürmer fühlende Individuen? Laut aktuell... Ist das Massentierhaltung, was Sie machen? Ja, es ist absolut Massentierhaltung, aber nur, weil das die einzig artgerechte Tierhaltung bei uns ist. Also die Haltung in Massen, der Mehlwurm selbst, der ist ja weg. Der erzeugt selbst keine Körperwärme und da gibt es sehr viele Versuche und wir selbst haben das in den Anfängen vor 7 Jahren auch getestet, wie viel Platz braucht ein Mehlwurm und selbst wenn man sie dann Sie leben auf relativ engem Raum in diesem Glas. Genau, ne? Also in dem Glas, da haben wir es jetzt lebend einige mitgenommen, leben auf sehr engen Raum und das tut ihnen auch nichts, weil im Studio jetzt gerade ist es etwas kühl. Sie erzeugen keine Körperwärme, ihnen wird kalt. Sie versuchen dafür, Reibungswärme zu erzeugen. Das heißt, der Mehlwurm, der möchte möglichst viele... Der braucht Massentierhaltung. Der braucht Massentierhaltung, absolut. Deswegen sind wir auch biozertifiziert. Würde man sie nicht in Massen halten, nachher wäre das nicht mehr artgerecht. Wie funktioniert das? Wie züchtet man diese Mehlwürmer? Vielleicht haben wir ein paar Bilder im Hintergrund, dann kann man auch mitschauen. Wie funktioniert eine Mehlwurmzucht? Bei uns, wir haben gestartet ursprünglich in unserem ehemaligen Wirtschaftsgebäude, wo das Heu gelagert wurde. Das war früher Milchwirtschafts... Das war ein Mischbetrieb, also
in meiner Kindheit haben wir 5 bis 6 Rinder, 4 Schweine für den eigenen Speck, ein paar Hühner. So ein typischer Bilderbuchbauernhof, der halt wirtschaftlich schwer führbar ist, aber schaut schön aus. Aus diesen Gründen haben meine Eltern das damals vor über 20 Jahren quasi aufgegeben und gesagt, das ist so uninteressant. Und ich habe immer gesagt, als Landwirt hat man Verantwortung. Landwirt selbst ist ein irrsinnig schöner Beruf. Und man hat eine Verantwortung seiner Umwelt und seiner Bevölkerung gegenüber. Und habe gesagt, ich möchte schon wieder Landwirt werden, aber ohne die Nachteile, die damit verbunden sind. Sei es jetzt Massentierhaltung, und ich bin auch auf der Seite, die Massentierhaltung, wie wir die heute teilweise praktizieren, und da nehme ich heute einmal die in Österreich her, sondern global gesehen, auf die werden wir, bin überzeugt davon, in spätestens 100 Jahren zurückblicken, wie auf die Sklaverei als Perversion, die sich entwickelt hat. Aber Tierhaltung an sich ist aus unterschiedlichen Gründen notwendig, und da sind wir wieder bei den notwendigen Schritten zur Regulierung auch von Wild, wo ich sage, es ist ein notwendiges Übel, das wir halt in Kauf nehmen müssen. Und mein Ansatz war halt, wie können wir diese negativen Aspekte, und die auch zu Recht von Veganern kritisiert werden und von Tierschützern, wie können wir die minimieren so weit wie möglich? Und das sind Insekten zum Beispiel, ist eine gute Möglichkeit. Wie konsumiert man diese Würmer? Also vielleicht noch zuerst, weil wir ja jetzt bei dieser Frage Tierleid, Massentierhaltung waren, wie werden die getötet? Die Tötung ist bei uns ganz ein wilder Prozess, die werden eingefroren. Also wir versetzen sie in einen künstlichen Winterschlaf. Nachdem sie wechselwarm sind, fahren sie den Stoffwechsel langsam nach unten. Und wenn der Stoffwechsel einmal auf Null gesunken ist, dann startet er nicht mehr. Das, was in der Natur, was wir bräuchten gegen Borkenkäfer und andere Ackerschädlinge, ein paar richtig harte Winter, das simulieren wir für die Insekten. Es wäre zwar auch ein Hitzeschock zugelassen, aber wir haben für uns gesagt, wir wollen möglichst für den Einfrieren entschieden. Wie konsumiert man die dann, wenn es ein Nahrungsmittel ist? Es war bis vor kurzem nicht erlaubt, die Insekten zu zerkleinern. Deswegen haben wir versucht, dass wir sie einfach rösten und wie da zum Beispiel jetzt mit Salz versetzen. Das schmecken dann noch Chips oder Popcorn. Kostprobe danke, vielleicht. Ja. Mag wer? Sonst nicht also, in der Runde. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.